Herzlich willkommen bei EasyTV, meine Damen und Herren. Wir sind hier vor einem Häuschen, wo eine böse Hexe ihr böses Spiel treibt. Sie gibt sich aus als Sascha und hält unschuldige Kinder gefangen. Eine Tragödie. Seit mehreren Tagen ist das Geschwisterpaar Hans und Grete Lischka abgängig. Sie leben an und für sich in der Nähe von Seefels in Kärnten und niemand kann sie finden. Feuerwehr haben schon gesucht und viele freiwillige Helfer. EasyTV hat sich auch interessiert und geforscht. Was wir gefunden haben, ist erschütternd. Sehen Sie nun unseren Bericht. Vor circa 2 Wochen und einigen Minuten wurden die Geschwister Hänsel und Grete Lischka auf ihrem Schulweg nach San Francisco von einer Hexe entführt, die sich als der Clubbing-Veranstalter Sascha ausgab. Seitdem sind die Kinder in einen Käfig gesperrt, glauben Go-Go-Tänzer zu sein und nennen sich Ocean Blue bzw. Miss Dynamite. Eigentlich schaut er aus wie eine Hexe. Was sagt ihr beide? Vielleicht. Ich meine, er hat ein gegerbtes Gesicht, weil der Mann viel erlebt hat. Er hat halt gern Besen und schwarze Raben, aber das heißt noch lange nicht, dass er eine Hexe ist. Ich bin ein Clubbing-Veranstalter und alle Gerüchte, die da in die Welt gesetzt wurden, sie sind rein Unfug. Und ihr beide seid euch sicher, dass er keine Hexe ist und euch nicht fressen will? So lächerlich soll das. Er will uns nicht die ganzen Sachen schenken, sondern uns nicht die ganze Pizza schenken und das Eis und die Pommes frites und selber das ganze Zeug essen, wenn er Hunger hat. Nämlich. Doch die böse Hexe hat nichts Gutes im Sinn. Sie mästet die unschuldigen Kinder. In die Disco kommen sie freilich nie. Hey, da war jemand noch Sklavin was versprochen. Das kommt noch früh genug. So, ist das alles auf? Ich hab keinen Hunger. Nein, ihr braucht's also, ihr braucht's ein bisschen Vitamine. Ja, und gut, ihr braucht's Energie, da habt ihr's zum Trinken dazu, ja. Haben Sie schon andere Kinder früher gefressen? Naja. Die Frage möchte ich nicht beantworten. Das sind extra scharfe Käfig-Cage-Klamotten. Das ist total coole Cage-Garment und die kommst in Österreich überhaupt nicht ran, das ist aus London. Ja, die Sachen passen auch gar nicht. Die sind teilweise total individual, personal fitted, traded Sachen. Also die passen damit, die sind persönlich gemacht, eigentlich, weil ich auch irgendwie ein bisschen kleinere Brüste habe als normal für meinem Alter. Ich stehe total dazu. Unsere Recherchen haben ergeben, die Hexe ist weder Disc-Jockey noch Veranstalter und die ehrgeizigen Hoffnungen von Hänsel und Grete Lischka werden nur allzu leicht enttäuscht werden. Traurig. Ich möchte noch weitere Sachen machen. Ich möchte nicht nur Gogo machen, also ein bisschen modeln vielleicht und schauspielen. Und das Wichtigste ist in der Branche, dass du die Leute kennst und die Kontakte hat der Sascha. Ich weiß nicht, wer behauptet, dass ein Clubbing-Veranstalter jung, dynamisch und gut aussehen muss. Ich bin Clubbing-Veranstalter und ich bin noch keine alte Dame. Je strenger die Ausbildung, desto besser werden sie sich nachher dann draußen in der Disco tun.